Servus, liebe Whisky-Freunde, Fans, Verrückte, Sammler, Freaks, Trinker, was auch immer. Servus in den Süden, Moin nach Norden und für alle, die zwischen Servus und Moin wohnen, hallo. Gleich zu Anfang des Videos, bevor ich es vergesse, möchte ich eine Anmerkung machen, wie viele Autoren es mittlerweile auch schriftlich machen. Sternchen, Klammer auf. Um den volkswirtschaftlichen Schaden durch den Genderwahnsinn etwas zu begrenzen, möchte ich in diesem Video und auch in allen Folgevideos Doppelnennungen vermeiden. Das heißt, wenn ich von Whisky-Freunden spreche, meine ich wirklich geschlechtsübergreifend alle, die sich für das flüssige Gold begeistern können. Absolut alle. Dankeschön. Klammer zu. Mein Name ist Alexander Rien. Viele von euch kennen mich schon von früher, aus den ganzen Jahren von Messen, Veranstaltungen oder auch jetzt durch meine Homepage, durch die Facebook-Fanseite. Ich beschäftige mich oder habe mich in den letzten 24 Jahren nebenberuflich immens mit Whisky beschäftigt. Seit etwas über einem Jahr hauptberuflich und darüber freue ich mich sehr. In den 24 Jahren habe ich unzählige Firmen-Events, Tastings, Seminare und Schulungen abgehalten. War, ich weiß nicht wie viele Male in Schottland, habe zwei Praktika in schottischen Brennereien hinter mir, Fachliteratur aus schottischen Uni-Büchereien und so weiter und so weiter, das ganze Programm. Über die Jahre hinweg ist dann natürlich auch noch schottische Geschichte dazu gekommen. Das heißt also, Schottland und Irland kenne ich jetzt wirklich sehr, sehr gut und jetzt habe ich seit der Selbstständigkeit, jetzt seit etwas knapp einem Jahr, gesehen, dass natürlich auch in der deutschen Whisky-Welt sich sehr viel tut. Die deutsche Whisky-Welt ist in den letzten Jahren ja förmlich explodiert, sodass ich jetzt mittlerweile auch 28 deutsche Whisky-Brennereien bereist habe, alle 10 bayerischen, versteht sich. Die anderen kommen auch noch, Gruß in den Norden. Und mittlerweile auch mich sehr kundig gemacht habe, was den deutschen Whisky angeht. Das heißt, ich war auch in der Großmelzerei Weiermann in Bamberg und habe auch Fass Eder in Bad Dürkheim besucht, Deutschlands größte Küferei und Deutschlands größten Fachhandel. Was ihr hier im Hintergrund sehen könnt und rechts von der Kamera nicht sehen könnt, wegen Gegenlicht leider, das sind die bayerischen Highlands. Da unten, sehr tief unten, wohne ich mit meiner Familie. Ein Platz, an dem mir Whisky auch sehr, sehr gut schmeckt, neben unzähligen Plätzen in Schottland und Irland. Aber, und das geht an dich, Tobias, in den Norden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, irgendwo zwischen Bohave und Vettervasil auf dem Deich gibt es natürlich auch einen Platz, an dem man Whisky hervorragend trinken kann. Aber das solltest du mir dann mal zeigen, wenn es mich dann mal in den Norden verschlägt, hoffentlich nächstes Frühjahr. Das Video, was ihr jetzt gerade seht, ist sozusagen das Kickoff für eine ganze Reihe von Videos. Die Folgen werden anlassabhängig oder auch einfach nur dazwischen. Mit netten Stories oder guten Whiskys, kleinen Geschichtler oder eben von Messen, wie auch immer gehalten. Wenn ihr einen Blick auf meine Homepage werft, werdet ihr feststellen, ich mache Firmen-Events, also Infotainment für Firmen, private Tastings, auch in Hotels, bei euch zu Hause, wenn ihr ein großes Wohnzimmer, einen großen Keller und einen großen Bildschirm habt nach Möglichkeit, komme ich zu euch und wir machen was Feines. Ich mache Schulungen, werde auch ab nächstem Jahr einen Kurs zum Whisky Advisor an einer großen deutschen Hotelakademie führen und unternehme auf Wunsch natürlich auch Reisebegleitung nach Schottland, da ich seit über 20 Jahren auch die schottische Geschichte recht gut beherrsche. Posts von Firmen-Events oder privaten Tastings werdet ihr von mir nicht sehen. Das ist, denke ich, nicht im Sinne der Auftraggeber. Öffentliche Tastings aber, davon kann ich berichten, so wie zum Beispiel als Vorankündigung am kommenden Wochenende im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung in Kloster Ettal, das ist genau hinter der Kamera da oben, findet am Samstag und Sonntag dieser Woche das Holzfass-Festival statt. Das heißt, alles, was sich trinken lässt und im Holzfass gereift ist, das fängt bei Holzfass gereiftem Bier an, natürlich geht das über Wein bis hin zu den Spirituosen. Das ist eine wunderschöne Ausstellung, wo man sehr viel probieren und kosten kann. Und an jedem der beiden Tage, jeweils um 17 Uhr, habe ich im sogenannten Benediktinergewölb ein Whisky-Tasting mit Whiskys aus 7 bayerischen Brennereien. Es sind 10 große bayerische Brennereien. Ich weiß, es können nicht alle dabei sein. 10 sind einfach zu viel. Aber eine Brennerei, wie wir wissen, steht einige Monate vor dem Start, hat aber noch keinen Whisky an sich auf Lager. Ich freue mich aber drauf, bin gespannt. Und bei den anderen musste ich mich einfach entscheiden. Daher bitte ich um Verständnis bei den beiden anderen, die nicht dabei sind.
Aber wir haben als Beispiel hier rein farblich schon einen 5-jährigen Grain Whisky vom Weingut und der Brennerei Mösslein. Das liegt im Weinfränkischen, nordöstlich von Würzburg. Und ihr seht schon diese fantastische Farbe, die hier entstanden ist. Das liegt daran, dass der Herr Mösslein seinen Whisky in Fässern reift, die vorher mit Domina Meisterstück, also einer sehr, sehr kräftigen Rebe, vorbelegt waren. Und das sieht man natürlich bei diesem Single Grain, der 5 Jahre alt ist. Als charakterliches Gegenstück dazu haben wir hier einen ungefilterten vom Herrn Simon, Feinbrennerei Simon aus Alzenau, ganz im Nordbayern. Das ist ein Rye Whisky, der wiederum einen ganz anderen Charakter hat. Und das Besondere, der Roggen natürlich von den eigenen Feldern. Wir haben zu jedem der Tastings noch etwa 10 Plätze frei. Dann ist es ausverkauft, es kommen täglich Reservierungen rein. Guckt auf die Homepage Kloster Ettal, Landesausstellung, Rahmenprogramm. Und da entdeckt ihr auch das Holzfassfestival und die E-Mail-Adresse, unter der ihr euch melden könnt. Als nächste Aktivität steht natürlich dann in der kommenden Woche die Aqua Vitae in Mülheim an. Da freue ich mich sehr drauf, da war ich noch nie. Und werde natürlich auch von dort einen kurzen Bericht erstatten, einen Videobericht und auch Fotos und Meinungen, Informationen, Berichte posten. Highlight der Aqua Vitae ist natürlich etwas, worauf ich mich sehr freue. Das ist das Adelphi Tasting mit Charles McLean und Alex Bruce. Ich kenne beide und freue mich schon auf ein Wiedersehen mit Alex und mit Charlie. Demnächst wird auf meiner Homepage oben rechts wahrscheinlich ein Newsletter freigeschaltet. Ihr könnt dort auf die Homepage gehen und euch den Newsletter abonnieren. Ihr werdet nicht zugemüllt, aber ihr bekommt circa alle 2 Wochen einen Newsletter, wo Links zu interessanten Videos sind oder zu interessanten Artikeln oder einfach irgendwelche Neuigkeiten gepostet werden. Würde mich freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet, den Newsletter zu abonnieren. Ich sorge dafür, dass er interessant bleibt und euch nicht zeitlich zu oft zumüllt. Und da sich der Nachmittag langsam dem Spätnachmittag zuneigt, also eigentlich schon seit vielen Stunden Whisky Time ist und dieses Video jetzt auch beendet sein wird, werde ich mir jetzt in den Bayerischen Highlands einen schottischen Inselwhisky gönnen, allerdings nicht von der Insel Isla, sondern von den Orkney Islands. Ein wunderschöner Tropfen, den ich sehr schätze, über den ich vor fast 25 Jahren zum Whisky gekommen bin. Ich wünsche euch was. Slánce.